fangen wir einfach mal mit der Startaufstellung an. Das Kapitänsamt übernimmt Marcel Franke nach einem halben Jahr beim KSC. Erstmals Interimskapitän. Unsere beiden etatmäßigen Captains sitzen noch auf der Bank. Aber fangen wir mal hinten an. Wir fangen im Tor mit unserer Nummer 35 an, Marius Gersbeck. Davor dürfte es eine Viererkette werden. Links Philipp Heise, in der Mitte angesprochener Marcel Franke, daneben Christoph Kobalt, rechts Sebastian Jung. Dann vermutlich Tim Breithaupt auf der 6, im Mittelfeld Robert Geller aus der U19. Dann haben wir noch Paul Nebel und Doppelspitze Malik Badmatz und Fabian Schleusener. Man muss ja auch sagen, die Pause war letztendlich schon sehr lang, diese WM-Pause. Ja, schauen wir mal, Robert treibt den Ball nach vorne. Sieht Mickel. Ne, Paul ist dran. Rücklage. Ja, zu weit in Rücklage. Den kann man besser aufs Tor bringen, wenn man ehrlich ist. Es war gut gespielt. Der lauert da ganz hinten. Kaufmann war dann doch eher das Ziel. Der ist nicht rangekommen. Franke macht ihn nochmal heiß. Und Foul. Boah, ob man das abpfeifen muss, weiß ich jetzt nicht. Der Ball wäre ohnehin nicht reingegangen, aber Siegfaul habe ich da jetzt nicht unbedingt gesehen. Ja, das ist sein letztes Tor. Da habe ich vor dem Spiel habe ich gesagt, ich erwarte ein Distanzschusstor entweder von Wanne oder von ihm, und er hat es dann gemacht. Und das war jetzt mal wieder ein unnötiger Ballverlust vom Gegentor. Und dann ist es, die Nummer habe ich jetzt leider nicht erkannt. Auch Christian Eichner nicht zufrieden, wer es vielleicht gehört hat. Duscher kann es gehen, 1:0 für Puskas. Links Heise kann sie reinbringen mit Rückenwind. Und abseits. Wieder abseits, wieder ein Tick zu früh gestartet. Aber genau, das ist auch nochmal die Erklärung hier. Wir hätten euch da gerne. Oh, Glanzparade, würde ich sagen, da hat er den Fuß gut rausgeholt, Gersbeck. Ball ist aber immer noch nicht entscheidend geklärt. Jensen kommt nicht an den Ball. Kommt dann nochmal in den Strafraum. Aber da hat man wieder den Rückenwind gesehen, der Ball fliegt und fliegt. Sehr gut gesehen. Ball auf dem Flügel. Oh, da wäre fast wieder der Traumtor-Timmy gewesen. War nichts. Fällt zu leicht. Das ist aber ein Foul. Oh, das war aber ein gutes Revanche-Foul jetzt. Ein bisschen hitzig hier. Ah, da zückt Schiedsrichter auch die gelbe Karte. Wieder wird's hitzig. Die Nummer 10, der ist auch gerne dabei. Der hat sich vorhin die gelbe Karte gegen Kobi geholt. Schauen wir mal, was das wird. Direkter Versuch. Der hat sich Gersi aber geschnappt. Ja, ich fand die erste Halbzeit eigentlich sehr ausgeglichen. Die letzten 20 Minuten wurden dann ein bisschen ruppiger auf beiden Seiten. Ein paar gelbe Karten. Echt gespannt auf die zweite Halbzeit. Es wird mit Sicherheit kräftig durchgewechselt. Wir starten jetzt mit Max Weiß im Tor, unser U19-Nationalkeeper. Hinten links verteidigt Marco Thiele, daneben Daniel O'Shaughnessy, dann Daniel Gordon und auf rechts Kelvin Arase, der eigentlich eher, wenn wir Dreier- bzw. Fünferkette spielen, übernimmt er da auch mal den Part hinten rechts, aber jetzt spielt er als Rechtsverteidiger. Das liegt auch dran, weil Daniel Prosinski etwas angeschlagen ist, der hat ein paar muskuläre Probleme, nichts Ernstes, aber der ist nicht hundertprozentig fit, da muss kein Risiko eingegangen werden. Dann spielt Jerome Gondorf auf der 6, dann kommt noch Stefano Marino und Kyungrok Choi im Mittelfeld und dann haben wir vorne Fabian Schleusener und Simone Rapp und natürlich Marvin Wanicek, den habe ich jetzt vergessen. Der ja jüngst seinen Vertrag
beim KSC bis 2027 verlängert hat. Demonstrativ geht er auch wirklich nicht weg, weil also die Anspielstation dann nach links zu Marco Tiede ist einfach dicht, wenn der da nicht steht. Und jetzt? Guter Ball. Er kommt nicht ganz ran. Eigentlich ein guter Chip-Pass hinter die Kette, aber irgendwie kam er nicht richtig in Abschlussposition. Und da ist schön Knie auf Knie geprallt gerade, aber beides ist stehen geblieben. Ah, gut. Oh, Schleuse hat Platz. Steckt in die Mitte und... Oh, da wird er im letzten Moment geblockt, Simone Rapp. Da eigentlich ein guter Pass. Ja, der Gegner hat sich auch wehgetan, als er sich in den Schussversuch reingeworfen hat. Wie du es angesprochen hast, so ein langer Ball auf Schleuse ist auch immer ein gutes Mittel, weil er einfach unglaublich schnell durch. Ist. Rapp. Legt ihn nochmal ab. Auf Marino und. Ja. Sehr schöner Angriff, finde ich. Also der Abschluss, den hat sich dann Ballasch im Tor gut geholt, aber. Sag niemals nie, wie man ja, so schön stimmt. Sagt. Jetzt kannst du mal schnell gehen. Guter Ball Schleuse. Der versucht wahrscheinlich in die Mitte reinzuziehen noch ein bisschen. Rechter Haken. Und. Ja, der nächste Abschluss, aber nicht viel. Ja, da wurde ein bisschen vom Tor weggedrängt, deswegen. Ja, für Torhüter natürlich immer was Großes, wenn man zu Null spielt. Genau, da kann der Gegner Buxtehude oder Bayern München sein. Ich glaube, zu Null spielt jeder Torwart gern. Auf jeden Fall. Möglichkeit. Einfach mal drauf, ja. Ja. Gerade bei den Verhältnissen hier kann so ein Flatterball aus der Distanz mal richtig fies sein. Aufhalten. Vorteil ist so aufhalten. Oh, fast die Möglichkeit. Ja. Schade. Wäre der Ball fast zu Marino durchgegangen. Kjong hat einen sehr guten linken Fuß für die Position und über die Freistoßqualitäten von Marvin Wanicek muss ich, glaube ich, nichts erzählen. Schnell ausgeführt, ja. Aber der Schiedsrichter Warum? Hat noch nicht abgepfiffen. Aber beziehungsweise Wanicek beschwert sich auch, warum er nicht angepfiffen hat. Ja, leider keine Wiederholung, Gersi. Schiedsrichter hat den Ball nicht freigegeben. Muss er ihn unbedingt freigeben? Ja, wenn er die... Also weil er Freistoßspray und so weiter, muss, ne? Wenn er die Mauer setzt, ja. Wenn er vorher anzeigt, muss er ihn freigeben, habe ich wieder was gelernt. Deswegen steht Experte Marius Gersbeck in Hörweite. In die Mauer. Jetzt bleibt er in der Mauer hängen. Kjong? Ach, schade. Ja, überpünktlich ist auch schon Schluss hier in Estepona. Ja, wir verlieren mit 0:1 gegen Pushers Akademia FC. Grund für die Niederlage war dann der eine Fehler, den wir uns defensiv geleistet haben. Sonst war es eigentlich schon, vom Ergebnis mal abgesehen, war es schon ein guter Test, meiner Meinung nach. Ja, vor allem die zweite Halbzeit, da haben wir ein bisschen mehr Zug zum Tor gehabt. Die Intensität war natürlich sehr hoch hier in dem Testspiel. Viele Fouls, es gab einige gelbe Karten. Ja, war Feuer drin auf jeden Fall. Aber jetzt natürlich faires Shake Hands. Das ist dann nach 90 Minuten ist es vergessen. Marco, Trainingslager gleich mit einem Testspiel gestartet. Versuch mal ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, das war ein guter Test für uns gegen einen starken, aggressiven Gegner, muss man sagen. Also es war schön Feuer im Spiel drin. Aber das brauchen wir auch für die Liga, deswegen glaube ich, dass wir insgesamt auf einen guten Test jetzt zurückblicken können. Natürlich nicht mit dem Ergebnis, was wir uns gewünscht haben. Das Ergebnis ist das eine, das andere war tatsächlich die Gangart hier bei diesem Test. Hast du es so erwartet? Ja, schon ein Stück weit. Man muss aber dazu auch sagen, der Schiedsrichter hat das Spiel jetzt nicht so gut im Griff gehabt. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auf uns gucken und nicht auf den Schiedsrichter. Aber auch der Gegner hat mit ihm gehadert. Das ist meistens ein gutes Zeichen dann, dass wir da nicht ganz so falsch liegen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir unsere Momente hatten. Auch definitiv einige Chancen zum Ausgleich hin. Die haben wir nicht genutzt, da müssen wir dran arbeiten. Und einmal gepennt, Gegentor, verlierst das Spiel. Eine Szene müssen wir aufklären. Ball im Tor, Wanne haut ihn direkt rein. Wie hast du es erlebt? Für mich ein klares Tor. Wir haben Schleuse, der Spanisch spricht. Er hat mit dem Schiedsrichter noch kurz gesprochen, ob der Ball frei ist. Deswegen schießt ihn Wanne ja auch rein.
Schleusi fragt ihn danach dann nochmal, aber auf einmal sagt der Schiedsrichter, ja, nee, war doch nicht freigegeben. Ne? Das ist natürlich ärgerlich, weil Wanne mit seinem Zauberfuß macht den natürlich auch wunderschön, aber bringt im Nachhinein nichts. Dann lass uns mal allgemein aufs Trainingslager gucken. Wie sind bis jetzt die Eindrücke? Ich habe das Gefühl, es wird jeden Tag ein Ticken besser. Ja, absolut. Wir haben hier die optimalen Bedingungen. Wir haben ein tolles Hotel, wir haben einen super Kraftraum. Die Plätze sind super. Genau das sind die Gründe, warum du ins Trainingslager gehst in der kalten Jahreszeit. Deswegen ist es nochmal extrem wichtig, diese Woche jetzt gut zu nutzen, bevor es dann übernächste Woche endlich wieder losgeht.